So, und jetzt kann man eigentlich mal zeigen, wie dunkel das Altöl wirklich ist. Also gerade im Vergleich jetzt zu dem frisch eingefüllten. Soll ich mal leuchten? Ja, gerne. Scheiße! Halt dein Maul. Oh mein Gott. Ist das gerade wirklich passiert? Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ihr könnt es sehen, im Hintergrund steht meine gute Husqvarna FE501 und wir werden heute den allerersten Ölwechsel bei Bay vornehmen. Das ist wirklich eine Premiere, den allerersten habe ich nämlich nicht persönlich gemacht. Das war zur ersten Inspektion, das war bei Bergmann und Söhne und jetzt eben der zweite, den werde ich höchstpersönlich vornehmen. Ich weiß noch nicht so richtig, ich habe mir ein Video angeschaut, wo genau die Schrauben sind, wo das Öl rauskommt. Das werden wir zusammen erfahren, deswegen würde ich auch sagen, legen wir direkt los, oder? Ja. Ich bin hyped. So. Als erstes müssten wir nämlich hier vorne den Schutz abnehmen. Achso, und ganz wichtig natürlich, wenn ihr einen Ölwechsel macht, das haben wir gerade schon off-camera gemacht, lasst den Motor warm laufen, weil das Öl soll natürlich richtig abfließen und ja, wenn der Motor nicht warm ist, beziehungsweise das Öl nicht warm ist, dann geht das nicht richtig. Ganz wichtig. Jetzt können wir das Ding hier, ich schätze mal, das hat sich nicht geändert, können wir einfach hier, hoppa, hier einfach aushaken. Es fühlt sich gut an. Hey, ohne Scheiß, bei meinem Glück fliegt gleich alles ja, daneben. Ja, ich sehe schon. Yes, baby. Ah, ah. Holy moly. Okay, es läuft. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Schraube. Oh Gott. Ja, aber ist jetzt nicht weiter schlimm, weil ihr seht, hier haben wir nochmal ein Sieb. Und an der Ölablassschraube ist in der Regel immer ein Magnet dran. Das heißt, es ist jetzt nicht verkehrt. Wir können jetzt gucken, ob hier Metallspäne dran ist. Es ist nicht verkehrt, dass wir es rausgeschraubt haben. Aber ich denke mal, wir müssen noch eine andere Schraube lösen, die sich unmittelbar daneben befindet. Man muss auch einfach sagen, durch meine jahrzehntelange Erfahrung im Ölwechselbereich bin ich einfach der Spitzenreiter. Und wie ihr sehen könnt, ich sorge halt direkt dafür, dass mit wirklich sehr, sehr guten Öl von Motul hier das Werkzeug richtig geschmiert wird. Ja, und das trägt natürlich zur Pflege bei. Deswegen, ja, also ich könnte mir niemand besseren vorstellen, um diesen Ölwechsel hier über die Bühne zu bringen. Was ist denn jetzt rausgeflogen? Also irgendwas ist da rausgeflogen, hast du es auch gesehen? Hier, ja. Eine Kugel. Vielleicht hättest du deine Uhr davor abnehmen sollen. Oh nein, nein, nein. Holy fuck. Ja, wieso bist du so blöd und nimmst sie nicht davor ab? Komplette Katastrophe. Hey, Freunde, was hier heute passiert, das kann man wirklich keinem zeigen. Und ich tue es trotzdem. Also ich rall es nicht. Wo ist denn die Ölablassschraube? Das kann doch nicht wahr sein. 6 Stunden später. Heute geht echt alles schief, Freunde. Ich habe jetzt mal mit Niklas telefoniert und gefragt, ob das die Schrauben hier an der Seite sind. Und in der Tat hat er mir das bestätigt. Ich schätze mal die hier. Guck mal. Genau diese hier. Genau die. Deswegen werden wir die jetzt lösen. Ich weiß nicht, ob das 12 oder 13er ist. Und dann gucken wir mal, ob das wirklich richtig ist. Juhu. Yes, das sieht gut aus. Ja, da ist auch der Kupferring. Okay, wir haben sie gefunden. Nice. Das ist nämlich der Magnet und da sehen wir eben den Abrieb. Also daran haftet alles, was metallisch ist. Aber das ist wirklich... Also hier minimal. Den Kupferring muss man eigentlich neu machen. Ich habe jetzt aber keinen neuen. Dafür habe ich aber einen neuen Ölfilter, wenigstens etwas. Also den hier, wenn ihr könnt, auf jeden Fall auch auswechseln. Und hier hinter müsste sich jetzt das Sieb befinden. Ja, wie ihr sehen könnt, das sieht auf jeden Fall top aus. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch ausspülen mit Bremsenreiniger. Im Best Case holt ihr euch ein neues. Aber so sieht das wirklich noch tippitoppi aus. Eigentlich war der Ölwechsel auch gar nicht fällig. Also ich hätte bestimmt noch 5 Stunden damit fahren können. Und erst dann hätte ich den wechseln müssen. Also Ölfilter sitzt hier hinter, das weiß ich auf jeden Fall. Da haben wir letztens noch das schön eloxierte Teil angebracht, wie ihr sehen könnt. Den Ölfilter daraus zu bekommen, ist immer so ein kleiner Struggle. Ich mache das gerne immer mit 2 Schraubendrehern. Das zeige ich euch mal. Und dann lege ich die einfach über Kreuz. Drücke die auseinander und dann ziehe ich den einfach raus. Dann habt ihr das Ding wirklich ganz easy hier an Land gezogen. Ah.
kleiner Unterschied, oder? Mhm. Okay. Minimal. Den können wir jetzt auch ein bisschen befüllen gleich, bevor wir den reintun. Deswegen machen wir den als letztes rein. Dann machen wir frisches Motul hier, 304 Quadrat. Machen wir dann rein, damit der nicht komplett leer ist. Kann man, muss man aber nicht machen. Ich mache es ganz gerne. Weil ihr müsst euch überlegen, es ist ein Ölkreislauf und da ist dann eben kein Öl. Das heißt, der zieht so ein bisschen Luft, wenn man so will. Ja? Wenn man es eben nicht macht. Gut, so, jetzt können wir wieder alles drauf machen. Erstmal hier unser Sieb rein. Zack. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es so eine verdammte Sauerei wird. Mhm, ich auch nicht. Okay, so, erste Schraube ist fest. Jetzt nehmen wir wieder unsere Ölablassschraube. Machen die auch rein. Ich habe so rutschige Finger. Die droppt mir da safe gleich rein. Achso, und an der Stelle, falls ihr das nicht schon in die Kommentare geschrieben habt, ja, ich muss meine Kette definitiv wieder fetten. Die ist komplett trocken. Also wirklich komplett trocken. Kommt daher, dass ich die ganze Zeit im Regen fahre und dann manchmal nicht dran denke. So, Hand fest, zack. Nicht dran denke, die zu fetten. Das seht ihr hier, hat schon so Flugrost angesetzt. Das sieht natürlich nicht so schön aus. Und sie ist wieder dreckig. Ich habe sie letztens gewaschen und die ist schon wieder dreckig. Ist verrückt, oder? Wie schnell das geht? Das mache ich hier eigentlich wieder wirklich vorne. Das ist wieder so eine Sache, so ein Video, ein Tag, wo ich einfach nur denke, David, was zum Henker machst du hier? Wirklich. Einfach nur behindert. Nur behindert. Okay, perfekt. Ist drin. So. Alles festgeschraubt, neuer Filter drin, Sieb haben wir kontrolliert. Das heißt, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen, bevor wir das neue Öl einlassen, den Kram hier sauber, würde ich sagen. Weil, wenn Öl heiß wird und am Motor ist, was entsteht dann? Genau, eine Menge Rauch. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir saubi. Natürlich auch hier mit Motul. Ja, da oben ist noch Dreck. Wo? Da, links. Da. Ja, nee, links. Links. Wo? Hoch, links. Ja, da. Öl ist drin. So, und jetzt kann man eigentlich mal zeigen, wie dunkel das Altöl wirklich ist. Also gerade im Vergleich jetzt zu dem frisch eingefüllten. Soll ich mal leuchten? Ja, gerne. Scheiße! Oh mein Gott, was war das? War das dein Handy? Scheiße! Halt dein Maul. Halt dein Maul. Niemals. Oh mein Gott. Niemals. Oh mein Gott. Ist das gerade wirklich passiert? Nein. No fucking way. Geisteskrank, oh Gott. Was fühlt sich so widerlich an? Meinst du, es danach funktioniert noch? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, das lasse ich. Scheiße. Geistesgestört. Okay, also es glänzt ein bisschen, aber... Sieht wieder aus wie neu. Okay, Freunde, wir haben euch verarscht. Hm. Ich gebe es zu. Das ist nicht das Handy von Katharina. Ich hätte jetzt fast schon wieder deinen Namen gesagt. Oh Gott, ey. Mein Name ist doch so Katharina. Schön. Katharina, genau. Von Katharina hier hinter der Kamera. Sondern ein altes, was wir noch im Keller hatten. Das ist, also sieht offensichtlich, es ist wirklich ein richtiges Handy. Es sieht auch aus wie neu, aber die Hardware innen drin ist abgeraucht. Also es funktioniert nicht mehr. Und ich dachte mir so, okay, komm, wir pranken euch dieses Mal in diesem Video. Auf TikTok pranken wir uns ja auch immer so ein bisschen gegenseitig. Und deswegen dachte ich, ist das eigentlich ganz witzig. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, das war halt jetzt gestaged. Aber das, was davor passiert ist mit den ganzen Ölablassschrauben, das war halt nicht geplant. Also irgendwie ist alles schief gegangen. Ja, nur am Ende, der Prank, der hat geklappt. Ich hoffe, ihr habt euch erschrocken. Also wenn ihr euch erschrocken habt, dann schreibt das mal jetzt in die Kommentare. Das war schon krass, ne? Und wir haben das jetzt, wir haben das wirklich legit 100 Mal geübt. Und wirklich 10, 20 Mal haben wir diesen Take gedreht, bis es dann wirklich so aussah, als wäre es real. Und jetzt der letzte, der war gut, beziehungsweise der davor war auch gut. Und dann sagt Katharina, sagt dann so plötzlich, oh fuck. Und ich so, hä, was ist denn? Ich habe nicht aufgenommen. Und ich so, willst du mich vollkommen verarschen? Das war jetzt wirklich, das hat gerade so gut gepasst. Willst du mich wirklich verarschen? Sie lacht sich kaputt. Ich so, ja, nice. Perfekt, ja. Das war so witzig. Morgen ist Weihnachten, wir müssen noch die ganze Bude sauber machen. Aber who cares? Who cares? Anyway, war ein kleiner Prank an euch. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber ich fand es auf jeden Fall ganz witzig. Mhm. Ja.
So, ich würde sagen, jetzt machen wir das Motorrad an, denn wir müssen, kannst du keinem erzählen, was wir hier machen, denn wir müssen ja noch den Ölstand kontrollieren. Ich habe jetzt ungefähr so 1,6, 1,7 Liter drin, also sollte eigentlich in die richtige Richtung gehen, aber ob das wirklich am Ende der Fall ist, das werden wir jetzt herausfinden. Ich liebe dieses Motorrad so sehr, wirklich, jeden Tag, jeden Morgen. Jeden Nachmittag, jeden Abend denke ich an dieses Bike und an die Momente, die ich jetzt schon erlebt habe. Und ich freue mich wirklich so sehr, wenn ich nächstes Jahr mit euch wieder fahren kann. Wenn wir Stuntmeets machen können, wenn wir durch eure Städte fahren können. Das wird so heftig werden. Alles auf dem Motorrad. Das wird echt Endgegner. Das wird Endgegner geil. Und auch die Trips in andere Länder. Italien, Portugal, Amerika. Gut, Amerika vielleicht nicht mit dem Motorrad, aber in alle anderen Länder hier in Europa auf jeden Fall. Du bist ganz schön nah mit der Kamera. Sieht toll aus. Danke. Guck dir das an. Siehst du? Mhm. Sieht man das? Ja, da, ne? Also wirklich tippitoppi. Maschine läuft, wir können die mal eben anschmeißen. Ich würde sagen, fühlt sich gut an. Und ich habe auch jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Es ich ist auch nicht. Mittlerweile 19.40 Uhr. Ich habe gesagt, 10 Minuten brauchen wir. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde gebraucht. Deswegen dafür auf jeden Fall Daumen nach oben. Wenn ihr das nicht macht, dann bin ich euch wirklich böse. Dann bin ich sehr traurig. Also wirklich. Deswegen lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir in die Kommentare, wie gut ich mich angestellt habe. Meistermechaniker Bost. Was soll das denn? Komm, ich habe das schon gut Meine gemacht. Meine ehrliche Meinung. Deine ehrliche Meinung? Ja. Ja? Ja. Wollt ihr mal, dass Katharina hier hinter der Kamera einen Ölwechsel macht, mit Tüte auf dem Kopf? Schreibt das mal in die Kommentare, ja? Die macht hier gerade große Sprüche, denkt so, ja, ich bin die Beste, ich mache einen Ölwechsel, ich kann das alles super. Das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, so gut warst du nicht. Ja, genau, und deswegen will ich mal sehen, wie du dich anstellst. Mhm. Das wird nämlich witzig, Freunde. In dem Sinne, wir sehen uns morgen. Nee, falls ihr eine Ölempfehlung braucht, dann kann ich euch auf jeden Fall Motul 300V Quadrat empfehlen. Richtig, richtig geil. Oder das normale 300V. Das sieht nochmal ein bisschen geiler aus, aber das 300V Quadrat ist eigentlich das Bessere. Deswegen, ja, damit seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich bin auf jeden Fall am Ende heute wieder 3 Videos hochgeladen. Wo soll das noch enden, Freunde? In dem Sinne, ich bin raus. Wie immer, genießt die restlichen Stunden und das Allerwichtigste, geht steil. Pop!